Pornos alle durchgeguckt, Gefummel auf dem Balkon und endlich wissen wir, wer wie viel Kohle kriegt. Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning, Renke. Wie geht es dir? Mir geht's einigermaßen gut. Ich bin sogar halbwegs voller Vorfreude. Wir nehmen jetzt auf, wir müssen das mal dazu sagen, ja, weil es gleich zu einem großen Eklat kommt oder wir einen großen Eklat erklären müssen. Wir nehmen jetzt auf Mittwochabend, also es sind noch 2 Tage Zeit, bis hier für uns dann losgeht. Genau. In Australien sind ja schon die meisten der Teilnehmenden angekommen. Und ich habe tatsächlich ein bisschen Vorfreude und habe auch ganz gut geschlafen und tank jetzt nochmal 2 Nächte lang voll die Akkus und dann hoffe ich irgendwie, dass ich die 14 Tage überstehe. Und du so? Ja, noch ausgeschlafen tatsächlich. Das wird sich aber sicher noch ändern. Und wir sind ja quasi 2 Tage vor der Sendung und ich glaube jetzt, wenn ich es richtig Erinnerung habe, in ungefähr 24 Stunden ziehen die Camper ins Camp ein, glaube ich, 1 Tag vor Ausstrahlung. Genau. Ich habe heute sogar Mittagsschlaf gemacht. Oh. Und ich glaube, das könnte ein Gamechanger in meiner täglichen Dschungelroutine werden. Ah, das sind die Geheimtipps, die erfahrt ihr nur hier. Mittagsschlaf. Richtig. Warum haben wir das jetzt so betont, dass wir Mittwoch aufnehmen? Naja, das letzte Mal, als die Folge veröffentlicht wurde, das war am Sonntag, ist unsere letzte Folge rausgekommen, die ist auch voraufgenommen gewesen. Zu dem Zeitpunkt kannten wir die Gage noch nicht, also nur so komische von Julian F.M. Stöckel geschätzte Gagen der Saarbrücker Zeitung. Mittlerweile hat die Zeit das Boulevardblatt mit den 4 großen Buchstaben geliefert und wieder wahrscheinlich so halbwegs akkurate Zahlen ausgeblendet. Und es war sogar zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung. Und wir standen ein bisschen vor der Wahl, was machen wir denn jetzt? Nehmen wir nochmal so eine Kleinigkeit am Wochenende auf? Hatten wir kurz überlegt, aber dann haben wir gesagt, nee, pass mal auf. Dann machen wir jetzt einfach am Mittwoch nochmal aufnehmen, letztes Update vorm Einzug und dann, und dazu sind wir jetzt hier. Genau. Und wo fangen wir denn an? Mit Geld, richtig? Wir fangen mit dem Geld an und dann würde ich sagen, kommen wir über Luxusartikel zu Any Other Business. Richtig. Fangen wir mit den am wenigsten geringen Verdienenden an oder mit der höchsten Summe? Ja, klar, natürlich. Okay. Natürlich fahren wir mit den Billigheimern an. Da sind Verena Kehrt. Ja, genau, mit den Geringverdienern. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Verena Kehrt, so am Ende der Nahrungskette irgendwo, aber auch Tessa Bergmeier, Cecilia Asoro, Luigi Birofio, auch das werden wir in den nächsten Jahren, Monaten, Wochen, zum Glück nur Wochen, auch besser aussprechen lernen. Cosimo Ciciolo und Julina Mennen wahrscheinlich, sollen alle so zwischen 30 und 50.000 Euro verdienen. Ja, das ist, ich würde sagen, dem Marktwert entsprechend und schlecht verhandelt gleichzeitig. Wir haben die Rechnung ja letztes Mal schon aufgemacht bei Verena Kehrt, ne? Erstmal 19%. Ist überhaupt 19% Mehrwertsteuer oder ist das, habe ich mir dann nämlich nach der Aufzeichnung überhaupt noch überlegt, oder ist das ermäßigt, weil das ja so eine Art, weil die ja so wie Darsteller sind? Quasi. Also es wird, glaube ich, dass ich 7%, weil es eine Darstellung, also es ist halt Kunst und Kultur. Ja. Gleichzeitig wird der RTL darauf noch die Künstler-Sozialabgabe machen müssen, aber das ist ein Problem vom RTL, nicht von den Promis selbst. Da gibt es dazu auch Urteile im Thema Sozialgerichte und Dieter Bohlen und RTL. Da kann jemand, wenn da jemand googeln möchte, rausfinden, dass tatsächlich Dieter Bohlen eine künstlerische Leistung bei DSDS abgibt und deswegen ist das eine KSK-abgabefällige Leistung, die RTL da bezahlen muss. So viel zum Thema Sozialrecht. Deswegen 7%, glaube ich, tatsächlich. Nichtsdestotrotz ist dann von den 7%, vielleicht kommen sie ja oben drauf. Man weiß nicht, ob das Netto- oder Bruttosummen sind. Das, also ich schreibe meine Rechnung grundsätzlich ohne Mehrwert. Also ich sage Summen und dann kommt die Märchensteuer oben drauf, wie wir Boomer sagen. Ja, das, Dennis, aber du bist auch ein seriöser Geschäftsmann und wir reden hier von Verena Kehrt. Das stimmt. Aber hast du dich gerade selber als seriösen Geschäftsmann bezeichnet? Ja, würde ich jederzeit claimen so. Ich habe keine Steuerschulden, by the way. Das kann man nicht von jedem Promi zum Beispiel sagen. Das stimmt, ich habe auch keine Steuerschulden. Ja. Ich musste nicht mal Vorauszahlungen leisten. Ja, das muss ich. 2022. Das muss ich. Aha, guck. Hier, pass auf, wir sind jetzt im Mittelfeld angelangt.
Markus, NDW Markus, ne? Ja. 80.000 Euro. Das ist okay. Finde ich fast, ja, obwohl, also, ja doch, eigentlich ist es okay. Der Hammer kommt halt gleich noch und der hat mich jetzt schon ein nimmt mir schon ein bisschen die Luft zum Atmen. Deshalb finde ich das fast ein bisschen wenig, denn immerhin, der war in den 80ern schon eine große Nummer. Aber wahrscheinlich so gemessen an den letzten Jahren ist es okay. Pappes Love Day und Jana Palaske 70.000 Euro. Bei Jana Palaske würde ich sagen, ja, okay. Hätte ich wahrscheinlich da auch eingetütet, aber Herrn Love Day kenne ich nicht. Deshalb weiß ich, kann ich es nicht beurteilen. Also entweder hat da sein Management sehr gut verhandelt, oder der RTL hat da Hoffnungen tatsächlich und es ist einfach tatsächlich Teil eines weiteren Deals tatsächlich. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber spekuliert, was ist denn wohl seine Motivation? Ich habe ja gesagt, warum geht der Mann in das Dschungelcamp? Der hat doch eine funktionierende Karriere als Model, sieht gut aus. Also warum ist der dort? Und dann war deine Working Theory tatsächlich, naja, die Anschlussverwendung, wie wir FDP-Minister ja sagen. Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, tatsächlich so. Der hat halt, der will halt, und ich meine, wenn du durch einen Dschungelzyklus durchgehst, dann hast du halt ein gewisses Maß an Bekanntheit schon erreicht, das der zum jetzigen Zeitpunkt nicht hat. Ne? Genau, das stimmt. Das ist so wie, keine Ahnung, kanntest du Mozi Mabuse vor hier diese eine Show mit Dieter Bohlen? Nein, tatsächlich nicht. Eben, kannten wir alle nicht. Ja. Mittlerweile, klar, kennen wir Mozi Mabuse. Daher, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus gut verhandelt und der RTL erhofft sich da tatsächlich was. Und dann, finde ich, wird es schon einigermaßen klar, Martin Semmelrogge, sechsstellig, die 100.000 soll er gerissen haben. Das ist er auch, glaube ich, wert, wenn er es dann ins Camp schafft. Spoiler. Da kann man sicherlich ein paar gute, wie Spoiler, das haben wir doch letztes Mal schon gesagt, dass es gar nicht so klar ist. Was sollen wir denn jetzt spoilern? Und dann, du musst die Retention Rate hochhalten. Sonst schalten die Leute vorher ab. Dann bricht unser Sonst bricht unser Graf in Spotify ab, tatsächlich. Spiel noch mal einen kurzen Jingle und dann können wir schon mal sagen, was es nach dem Jingle noch alles zu hören gibt. Es gibt keine Jingles hier, das haben wir noch nicht. Also dann kommt Lukas Cordalis auf Platz 2, 150.000 Euro. Und das hatte ich tatsächlich erwartet, dass da eine fette Summe ausgepackt werden muss. Weil der ist halt bekannt. Ne? Der ist erstens Dschungelprinz. Ja. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und kommt aus einer Dynastie. Und aus der Dschungelfamilie. Ja. Aus der Dschungelfamilie Cordalis Katzenberger. Und ich glaube, weil seine Frau so eine große Bekanntheit hat, zehrt er natürlich auch davon. Wobei die, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, einen sehr strengen Ehevertrag abgeschlossen haben, bevor die geheiratet haben. Weil sie nichts von ihrem Vermögen an ihn abgeben möchte. Darum ist Cornelia Katzenberger eine seriöse Geschäftsfrau. Also das so sehr ich. Genauso seriös wie du. Richtig, ja. Muss halt seine Schäfchen beisammenhalten. So, 150.000 und dann kommt der Claudia Hammer. Effenberg. Dann kommt der Hammer, aber der richtige Hammer, von der wir ja schon wussten, dass sie wohl die Topverdienerin ist. Die auch klar. Die größte Gage aller Zeiten, die Gröger. Grögerz. Genau. Grögerz. Letztes Mal haben wir gesagt, also gerüchtet wurde, dass Verena Kehrt sauer sei, weil Claudia Effenberg angeblich das Zehnfache verdiene. Und dann haben wir gedacht, naja, kriegt die wirklich 300.000 Euro? Boah, das wäre schon ganz schön viel. Andererseits ist natürlich auch irgendwie Frau von einem, internationalen ehemaligen Fußball-Superstar und Top-Millionär und keine Ahnung was. Die wird dann jetzt nicht für 2,50 Mark teilnehmen. Sie soll 500.000 Euro bekommen. 500.000 Euro. Nochmal für uns alte Menschen. Das ist 1 Million Mark. Genau, das gab es früher bei Günther Jauch zu gewinnen. Ja. Und das hat dieser eine komische Professor da gewonnen, als er irgendwie wusste, wie der Begleiter von dem einen Heini auf dem großen Berg hieß. So. Das war die Millionen-Mark-Frage damals. Aber warum kriegt denn die Frau Effenberg so viel Geld? Na, weil sie sonst nicht gekommen wäre. Also zumindest, also die Bild spekuliert, dass es da wohl eine Vertragsverpflichtung gäbe, dass sie offen über ihre psychischen Probleme und ihre turbulente Ehe sprechen solle
Und außerdem, da sind wir wieder bei der Anschlussverwertung, gäbe es ein weiteres RTL-Projekt. Also hat man sich scheinbar eine Personality an den Sender gebunden mit dem Preis. Claudia Effenberg privat. Ja. Schon die RTL unter den Promis tatsächlich. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass bei dem, ich weiß jetzt nicht, wie gut die ihre Kohle beisammen gehalten haben, ne? Aber ich glaube, am Hungertuch nagen die beiden jetzt nicht, die Familie Effenberg. Aber da bietet sich auch vielleicht an, auf Tranche 3 und 4 zu verzichten und vorher den Abflug zu machen, wenn man keinen Bock mehr hat. Ja, oder? In der Tat. Vielleicht sollten wir nochmal erklären, für die vielleicht das erste Mal dabei sind oder keine Ahnung. Oder die es vergessen haben. Oder sich in der Zwischenzeit das Gehirn weggesoffen haben. Das, weiß nicht, wer weiß, was wir für Hörer haben. Ja. Hörerinnen viele. So können wir aus den Statistiken rauslesen von Spotify. Es gibt vier Tranchen. Die erste Tranche wird, ob die jetzt tatsächlich prozentual 25% sind, eher nicht so. Ich glaube, es sind, glaube ich, 20% und dann die anderen beiden, der Rest halt. Ich habe nicht aufgepasst in Mathe, deswegen 30, bin ich hier. 30-30 wahrscheinlich, so. Oder? So. Genau, die erste Tranche gibt es bei Vertragsunterzeichnung. Die zweite Tranche gibt es, wenn man quasi in Australien antanzt und quasi da ist. Hm? Ist die dritte war bei Einzug, richtig? Ja, ich meine schon. Und die vierte bei Auszug, wenn man nicht selber geht. Oder ich glaube, wenn man selber geht, wird sogar die dritte noch wieder gestrichen oder so. Genau, ich glaube, die das als Strafe. Genau, die vierte kriegt man, wenn man halt durchgehandelt hat oder so, durchgezogen hat oder ein bisschen rausgevotet wurde. Genau. Ja, entsprechend kann sich das tatsächlich bei der Summe lohnen, relativ früh zu sagen, ach, weißt du was, ich habe hier meine vertraglichen Pflichten erfüllt. Man ist ja auch irgendwie mit 200.000 Euro ziemlich glücklich und musste keine Scheiße fressen. Ist halt die Frage, ob einem sozusagen die 8 Tage Aufenthalt im Hotel Versace, oder? Sternehotel, ja, wahrscheinlich wieder Hotel Versace, tatsächlich 300.000 Euro wert sind. Das muss man ja auch, ich weiß nicht, ob man das, wenn man das so gegenrechnet, ist das, glaube ich, keine gute Entscheidung. Aber wenn man bescheiden ist und sich mit 200.000 Euro zufrieden gibt, ja, dann ist doch ganz okay. So viel zu den Gagen dieses Jahr. Also, wie ich finde, ordentlich geklotzt, aber auch im unteren, gerade so im unteren Bereich, sehr gut billig eingekauft. Also, da ist man, glaube ich, mit einem guten Kescher einmal durch den Fluss gefischt und hat da sehr viel für einen guten Preis noch bekommen. Ja, ich denke auch. Also, man sucht sich wie immer diese Leuchttürme, wo man halt tatsächlich ohne Probleme bisschen Geld platzieren kann und dann geht man halt mit der Portokasse nochmal durch den Rest und guckt, was so in der Z-Promi-Kasse so verfanden ist. Ja, aber so richtig Z-Promis, wir haben ja auch das Mittelfeld, ne? Das Mittelfeld war ja auch mit Markus und Jana Palaske zum Beispiel gar nicht so billig, aber auch nicht so übertrieben. Inflation, es ist Krieg in Europa. Ich wollte es gerade sagen, Inflation, das darf man nicht vergessen. Das muss auch, also, ne, was letztes Jahr 90.000 Euro waren, müssen heute schon 100.000 Euro sein, Dennis. Ist einfach so. Die Inflation nimmt auch die Z-Promis mit. So. So wie zu den Gagen. Was wir noch nicht besprochen haben, Dennis, sind die Luxusartikel. Ja, die hat jetzt der RTL Klassiker. Hat auch rausgebracht. Da gibt es ja quasi zwei Schulen der Luxusartikel-Mitnehmerinnen. Einerseits das Praktische für, fuck, ich muss irgendwie hier 2 Wochen mit fremden Leuten komplett videoüberwacht durchhalten. Wie kann ich es mir mit den zwei wichtigsten Dingen irgendwie sehr angenehm machen? Und die Schule, ich bin komplett planlos und nehme Schrott mit. Ja. Und es wird tatsächlich, es neigt mehr langsam zu praktisch, dass ich das so überschaue. Die Kategorie nutzlos, aber sentimental ist, glaube ich, tatsächlich nur noch bei einer Person krass tatsächlich. Also Cecilia Acero hat Feuchttücher und Vaseline. Ja, okay. Der Checker vom Neckar. Also ich glaube Feuchttücher sind ganz geil. Ja. Aber Vaseline braucht man, glaube ich, nicht. Genau. Feuchttücher sind vor allem, da sind wir wieder beim, ist ein gutes Tauschartikel. So, kann man auch. Ja, aber du darfst doch nicht tauschen.
Ach, stimmt. Direkt wieder Zigarettensperre. Ach ja, ich weiß, die Regeln. Ja, stimmt, man darf ja keine Luxusmittel tauschen. Ganz geduldig, du sprichst es an, die Regels sind die Regels und es dürfen ja nicht mal Spiele mitgenommen werden. Das stimmt. Cosmio Sicilio hat Deo und Kissen dabei. Ja, Deo, Deo, absoluter Schrott, warum stinken eh alle? Oder genau. Du gehst halt da ein bisschen dich waschen, das passt schon. So. Kissen, sehr Top-Artikel. Richtig. Radiomoderatorin von RTL bezeichnet, Verena Kehrt, hat nichts mitgenommen. Richtig, richtig dumm. Ja, vor allen Dingen, also muss man wirklich mal sagen, ja, dann versucht die besonders cool zu sein, wir werden es erfahren, hoffentlich wird sie darauf angesprochen. Ja. Oder was steckt dahinter? Ich finde es so interessant, warum macht sie das? Sie wird am schlechtesten bezahlt und hat auch noch die schlimmste Zeit von allen. Es ist our personal Kapitalismus. Jesus. Kapitalismus, traumhaft. So. Markus hat Promenade und eine Handyattrappe dabei. Ja, also okay, das ist echt der Gipfel. Das ist, glaube ich, das Dümmste, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe. Wozu willst du dir die Haare machen? Also so schwere Pomadenscheiße, wie viel denn? Also ich weiß auch nicht, wie viel Haare da auf dem Kopf hat, aber wozu? Also was, völliger Unsinn. Die Haare kann man sich stylen mit ein bisschen Wasser und Schweiß und dann bleiben die auch irgendwo so halbwegs an einer Ecke hängen. Oder halt mit, wie man auch oft sieht, die haben ja auch Stirnbänder. Ja. Kann man auch benutzen. Geht alles. Und Handyattrappe? Was? Warum? Ja, werden wir sehen. Was ist das? Hat er eine Handysucht und braucht irgendwas in der Hand? Oh, oder aber er versucht ein Handy mit reinzuschmuggeln. Und sagt nur, es sei eine, er hat so ein Handy-Dummy sich gekauft. So ein iPhone-Dummy. Aber auch nimmt auch ein echtes iPhone mit. Das kannst du mir nicht erzählen, dass er das wirklich probiert. So dumm ist niemand in der Produktion. Ja, die müssen ja nicht so dumm sein. Viel besser ist doch, wenn die Ranger das am Start direkt rausfinden, dass er versucht hat, die zu verarschen. Um Gottes Willen. Naja. Claudia Effenberg hat sich für 2 Haarbänder entschieden. Ja, also ein Haarband, ja, es macht Sinn, wenn man lange Haare hat. Ja. Ich hätte da noch ein Kissen mit draufgepackt. Also wie gesagt, Kissen ist Goldware in diesem Camp. Ja. Jetzt kommt aber hier. Dschungelfamilie Cordalis Katzenberger. Da ist auf jeden Fall bei Papa, Gott möge seiner Seele gnädig sein, hier bei der Schwiegermutter und bei der Schwägerin nachgefragt worden. Denn Lukas Cordalis hat einfach die perfekten Artikel mitgenommen. Eine Schlafbrille und Ohrstöpsel. Ja. Was die 2 größten Probleme ist, dass es irgendwie hell wird früh und dass es laut ist. Gerade nachts, wenn die da irgendwie rumlungern und sich am Lagerfeuer streiten. Ohrstöpsel. Perfekte Wahl. Schlafbrille kommt immer darauf an, wie man so persönlich drauf ist, könnte man auch durch ein Kissen austauschen, finde ich. Aber Ohrstöpsel, Kissen, Schlafbrille, die Top 3, da macht man nie was falsch. Ja. Julina Mennen hingegen, Lockenpflege und Kissen, jetzt weiß ich nicht, wie sehen denn ihre Locken aus? Also Kissen haben wir ja schon. Ja. Finde ich mal. Ja, sie hat lange Haare, deswegen kann es schon sinnvoll sein. Ich glaube, es wäre pragmatischer gewesen, da auch auf ein Haarband zu setzen, tatsächlich. Ja, ja, gut, aber ich meine, muss man. Ja, okay. Sieht jetzt aber nicht nach so völlig. Es gibt ja Haar, also so gerade so, wenn es so in Richtung. Gut, jetzt weiß man nicht, ob das alles vielleicht geglättet ist, was man hier sieht. Aber wenn du halt so richtig krauses Haar hast. Dann kann das schon sein, dass du, wenn du 2 Wochen deine Haare nicht pflegst, dann halt Probleme bekommst. Aber das sieht jetzt bei dem, was ich hier so an Bildern im Internet finde, nicht so aus. Wobei, wie gesagt, kann auch geglättet sein. Weiß man nicht, aber klingt erstmal nicht so klug. Ja. Herr Semmelrogge, sollte er reinkommen? Ja. Dann hat er eine Faszienrolle. Faszienrolle. Ich musste das gerade googeln. Das ist einfach so ein Schaumstoff-Dingsi, womit man irgendwie Gymnastik machen kann.
Ja, genau, damit sollst du sozusagen deine Faszien stimulieren können. Die Faszien sind so im, ich glaube, im Gewebe zwischen Haut und Muskeln, so quasi da drüber, und sorgen für irgendwas, was keiner versteht. Nee, irgendwie so für, ich glaube, die sind unter anderem für Entwässerung und so zuständig, aber, sozusagen, was mit der Faszienrolle versprochen wird, sozusagen, kann die Faszienrolle, glaube ich, nicht halten, aber sind dennoch ganz angenehme Geräte, weil man sich das so rüberrollen kann und sich das ganz gut anfühlt. Ein Fitnessband. Also wir werden tatsächlich hier unseren Fitnesscoach Semmelrogge sehen. Ja, kann man, also ist, glaube ich, cool, wenn einer sowas mit hat und man das, ja. Also teilen dürfen sie ja nicht, aber gerade so ein Band irgendwie, so ein, das ist schon gar nicht schlecht, kann man ein paar Übungen machen und so. Aber die Frage ist, also ja, ich weiß nicht. Also mir fehlt da ist zu wenig an den Schlaf gedacht. Ja. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, nicht? Richtig. Tessa Bergmeier hat sich für ein Kissen entschieden, sehr klug, und dann weniger klug Puder. Ja, komplett dumm. Also das ist da irgendwie 9000 Grad. Was willst du mit dem Puder? Das ist doch nach 3 Minuten weggeschwitzt. Ja. Also, ja. Oder du klatschst halt die ganze Zeit Puder nach, aber dann ist das Döschen halt auch irgendwie nach 2 Tagen alle. Richtig. Es ist. Oder nach einer Woche. Make-up macht in dem Camp halt keinen Sinn. So, mit diesen eitlen Schatten muss man halt springen. Es sind einfach die widrigen Umstände. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Man muss sich waschen, wenn man halt irgendwie so in einer Dreckprüfung war. Das Waschen allgemein ist irgendwie schwieriger. Also auch so abschminken geht einfach nicht so einfach. So. Es macht einfach keinen Sinn, Make-up mitzuschleppen. Jisoo Birofio. Wir lernen das noch bis Freitag. Ja, hat? Wir werden es Freitag lernen, so muss es sein. So, genau. Du musst dich freuen darauf. Kissen, sehr gut. Weniger gut, Haarwachs. Ja, wieder komplett dumm. Richtig. Also, gut. Jetzt Dennis. Jetzt geht's aber los. Jetzt kommt Jana, ach, wir haben gerade vorhin auch, habe ich ja Jana Palaske gesagt, Deadnaming. Ja. Es ist Jana Urkraft Palaske. Urkraft Palaske. Und sie bringt einen absoluten Dschungelcamp-Klassiker. Das stimmt. Mit ins Dschungelcamp. Den Pareo. Oder Pareo. Pareo. Ich komme nicht, ich weiß nicht mehr, wie man es... Ich kenne die Betonung nicht mehr, aber wir hatten es schon mehrfach dabei. Ja, das stimmt. Aber es ist ein Ding von den früheren Jahren. Das hat in den letzten paar Jahren, gab es das nicht so sehr. Aber so, das ist dieser, so ein Überwurf. Ja. So, den man sich so, da kann man sich so ein bisschen auch nachts am Feuer so ein bisschen einkuscheln, wenn es vielleicht kühl wird. Ist vielleicht ganz klug, weil kann man ja auch aufrollen und vielleicht als so kleines Kissen benutzen. Ja. Habe ich mir so gedacht, ist vielleicht gar nicht so, wo ich beim ersten Mal, als ich dieses Pareo-Ding, Pareo gehört habe und wir das zum ersten Mal vor Jahren besprochen haben, habe ich noch gedacht, was für ein Stuss, aber habe das dann im Einsatz gesehen und dachte, naja, ist vielleicht doch gar nicht so unklug. Ja. Und Tigerbalsam. Tigerbalsam, da muss ich jetzt auch gerade auch googeln, ist scheinbar eine Salbe, die man so einreiben kann. Die hat irgendwie ein paar ätherische Öle, ist Vaseline. Wahrscheinlich, wenn sie ihr das hilft, dann hilft's. Punkt. Ja, so. Das ist halt für, also das benutzen Leute oft bei Mückenstichen. Okay. Da ist so Tigerbalm-Zeug. Ist aber, glaube ich, auch so eine Sache, die kommt, ich meine, auch so aus Asien irgendwie. Und ist so, glaube ich, auch so ein bisschen esoterisch verklärt. Wobei ich selber noch nie probiert habe und mich auch nicht genau damit auseinandergesetzt habe, kann auch sein, dass es echt gutes Zeug ist, weiß ich nicht. Dann sind wir tatsächlich beim, es war sehr viel Praktisches dabei, also abseits von wirklich der Handy-Attrappe und Make-up, also Make-up ist noch so, die Handy-Attrappe wirklich dumm, jetzt kommt aber Papa's Love Day mit den zwar vielleicht emotional für ihn wichtigsten Dingen, die aber gleichzeitig absolut nutzlos sind im Camp. Ein Foto seiner Mutter und ein Plüschtier, eine Plüschtierschlange, Renata haben wir letztes Mal schon gelernt. Gut, bei der Schlange könnte man sagen, das kann man vielleicht noch so ein bisschen aufgewickelt oder so als Kissen, Nackenrolle, was auch immer benutzen, aber
Ja, nicht klug. Einfach nicht klug, genau. Nicht gut beraten. Ich meine, da sieht man halt schon mal den Unterschied, ne? Puppies Love Day, 70.000 Euro Gage und Schrott mitgenommen. Lukas Cordalis, 150.000 Euro und einfach nur den geilen Dschungelscheiß dabei. Das ist halt die Erfahrung, die es dann auch ausmacht. Das muss man ganz klar sagen. Das ist das Franchise. Ja, das sind die Luxusartikel. Mal schauen, wie viel dann am Ende davon auch ins Camp reingeht. Wir werden ja wie immer die Ranger haben, die das nochmal durchsuchen und und hoffentlich ein echtes iPhone bei Markus finden. Hoffentlich. Das wäre tatsächlich das dreisteste seit dem Diebstahl der Goldmünze und hier im grünen Gewölbe. Wenn der schafft ein echtes Handy reinzuschmuggeln. Remo, wo ist die Münze? Aber um das mal auf Dschungeldings zurückzuziehen, hatten wir nicht mal irgendwie geschmuggelte Zigaretten in der Unterhose oder so? Ja, Zigaretten, Make-up, da wurde schon viel geschmuggelt. Vor allem in den Stellen, wo man dann glaubte, dass ein Ranger nicht nachgucken würde, also gerade in den Intimzonen. Von wegen. Aber auch da wird explizit reingeleuchtet. So. Vor allem, das nächste ist Ding, die sehen das doch alle mit den Kameras dort. Das ist doch das immer wieder dasselbe Thema, dass es auffällt, wenn da irgendwie Luxusartikel geteilt werden, wenn da Zigaretten geteilt werden. Da sitzt doch 100 pro ein Praktikant vom RTL und der zählt, wie oft die einzelnen Leute rauchen. Ja, klar. So. Ja, sicherlich passiert das. Das muss alleine, jedes Kameramaterial wird ja sowieso gesichtet auf Verwertbares. Also ist halt, sowas wird auch direkt befüllt werden. Und das Schöne ist ja, als geisteskranker Organisator kann der RTL ja immer entscheiden, ob und wann Verstöße geahndet werden und wie stark. Das ist das schönste Willkürregime der Welt. Ah, ganz noch besser als. Fällt mir jetzt kein Vergleich ein. Egal. So, Kleinigkeiten noch ganz zum Schluss, bevor wir jetzt hier ein bisschen langsam, wir sind auch schon, wir dürfen euch nicht zu sehr verwöhnen mit langen Folgen. Wir haben schon fast eine halbe Stunde, sonst erwartet ihr irgendwie noch was. Wir versuchen es ja immer kurz zu halten. Dennis, du hast noch rausgefunden, es gibt Fummelfotos. Fummelfotos von Marc Terenzi und Verena Kehrt. Was ist da passiert? Ich wollte darüber nicht reden. Ich habe es nur zufällig gesehen, habe es kurz angesprochen. Naja, die haben auf dem Balkon gefummelt und Bild hat es wohl fotografiert und daraus eine Nummer gedreht, halt direkt. Und was ist jetzt mit Martin Semmelrogge? Ja, das ist die spannende Frage. Er befindet sich aktuell in Doha. In Katar damit. Ist halt der übliche Zwischenstopp, wenn man irgendwie nach Australien fliegt, ist das so der eine Hub, über den man umsteigen kann. Doch, er kommt nicht weiter. Stand Visa-Probleme. Wie wir letztes Mal auch schon gesprochen hatten, Australien hat einfach harte Einreisebedingungen. Martin Semmelrogge hat 30 Vorstrafen. Ja. Und damit kommt man nicht so einfach auf diese Insel, die deren Vorfahren, zumindest deren weißen Vorfahren aus Straftätern besteht. By the way, soll man niemals vergessen. Das sind Straftäter alles da gewesen unten. Nee, ich glaube nicht ausschließlich. Es gibt ja auch Leute, die da die Straftäter beaufsichtigt haben, oder? Na gut. Jetzt wurde ein Battlebrief geschrieben, sagst du mir. Ja, hat jetzt einen Battlebrief geschrieben, um irgendwie reinzukommen, indem er glaubhaft Reue für seine Straftaten zeigt. Damit die Hoffnung ist, dass er dann noch reinkommt nach Australien. Seine Chance ist tatsächlich, er muss es irgendwie Stand jetzt hat er noch 24 Stunden, um irgendwie reinzukommen. Wir wissen jetzt aus dem anderen Fall, Gigi, schon habe ich den Nachnamen wieder vergessen. Virofilo. Genau. Der hat gerade Corona. Ja. Und ist jetzt in Isolation im Hotel. Auch er hat die Gefahr, dass er das Camp jetzt de facto verpassen könnte. Dort wird gemunkelt, dass es quasi einen Plan B gäbe, dass er sich in Hotelisolation quasi Fernseher und Handy abgibt und quasi an dem Tag, wo er quasi negativ ist, direkt ins Camp einzieht, dass er quasi isoliert ist von der Außenwelt, nicht mitbekommt, was draußen passiert und quasi die ersten 2 bis 3 Tage so das Dschungelcamp erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei Martin Semmelrogge im Zweifel auch dasselbe durchziehen sollte, falls er, weiß ich nicht, ein paar Stunden oder einen Tag zu spät reinkomme. Falls er gar nicht mehr reinkommt, dann gibt es 2 Ersatzkandidatinnen.
Genau, das sind die beim letzten Mal schon erwähnten Jamila Ruwe, die ehemalige ProSieben Nachmittags tough Busenfreundin von Kader Loth. Und die andere Dame, die habe ich gerade nicht auf dem Zettel. Wie hieß sie noch? Melody Hase. Ja, genau die. Ah, jetzt ist mir richtig peinlich, dass ich mich nicht dran erinnern konnte. Der andere Plan für Martin Semmelrogge, sollte er nicht reinkommen, dann könne er weiterfliegen nach Thailand. Und dort wird dann quasi vom RTL zu RTL 2 abgeschoben, weil da wird Abstieg. In diesem Moment oder beginnen gerade die Dreharbeiten für Kampf der Reality Stars Schiffbruch am Traumstrand. Da könnte er abgeschoben werden, da gibt es aber nur 50.000 Euro zu gewinnen, nicht 100.000 wie beim Camp. Ich glaube auch die Gage wird wahrscheinlich nicht so geil sein. Ja, das ist spannend, ob der jetzt noch reinkommt. Ich drücke ihm die Daumen. Ja, wir gehen ja fast mit so viel Ungewissheit ins Camp wie letztes Jahr. Ja. Als es ja auch noch so ein paar Corona und hier nicht geimpft und sowas gab. Ne? Also jetzt vielleicht, das war dann, sag ich mal, zwei Tage vorm Start, alles schon klar. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen näher. Aber trotzdem, wir haben immer noch kein ruhiges Camp wieder erlebt. Das stimmt. Wir sind immer noch in so einem Modus, dass die Leute nicht reinkommen. Ich verstehe auch nicht, warum das, also es gibt ja eine von der Produktion auferlegte Corona-Quarantäne von 5 Tagen, das heißt, die Leute mussten mindestens 5 Tage vorher da sein. Ich verstehe nicht, warum man sie nicht einfach eine Woche vorher nochmal reingeholt hätte. Also das hätte sich, da hätte man da schon... Ja, weil es einfach teuer ist, weil es einfach richtig viel Geld kostet. Oder da muss man auch irgendwann mal noch anfangen, bei den Leuten, die Vorstrafen haben, im Zweifel sich um das Visa einfach früher zu kümmern. Ja, das ist aber, ich glaube, ich weiß nicht, jetzt geh mal einfach durch die Leute, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten muss man ja schon sagen, im Camp waren. Wer hatte denn da 30 Vorstrafen? Also ja, das ist ja jetzt auch nicht so, keine Ahnung, dass du, ich weiß jetzt nicht, wie die Einreisebedingungen in Australien sind, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn du vor 30 Jahren mal irgendwie eine Geldauflage, Einstellungsgeldauflage oder geringe Geldstrafe wegen Diebstahls bekommen hast, also dass du dann nicht nach Australien einreisen darfst. Darf man uns gerne in Kommentaren oder per E-Mail an, was haben wir? post@dschungelpodcast.de oder ja, so? Kann man uns gerne korrigieren, falls es da irgendwie Insider gibt, Leute, die Kenntnisse haben über den Einreiseprozess nach Australien und vor allem dann auch, was so Arbeitsvisa angeht und so. Aber 30 ist halt schon eine Menge. Da muss man auch ganz klar sagen, der saß ja auch länger im Knast schon. Ich glaube, das gab es einfach nicht. Und da hat sich dann keiner Gedanken drüber gemacht, bis sie mal auf die Idee gekommen sind. So haben wir irgendwie hier, schick mal alle Dokumente, wir beantragen jetzt das Visum für euch oder so. Und das wird dann zum ersten Mal vorgekommen sein. Steckst du nicht drin, Dennis? Steckst du nicht drin. Da lernt man draus. Das sind die Learnings, Dennis. Das sind die Learnings. In der Tat. Wir werden es spätestens morgen, übermorgen beim Einzug erfahren, wer jetzt wirklich alles dabei ist. Ja. Vielleicht fällt bis dahin noch jemand weiteres wegen Corona aus. Es sind turbulente Zeiten. Und bis dahin sagen wir... Wir nicht. Wir fallen nicht aus, denn wir sind schon extra für euch jetzt seit 50 Wochen in Corona-Quarantäne und sind jetzt erst wieder aus dem Schrank rausgekommen, um jetzt das Camp zu begleiten. Ja. Ja, wir hören uns jetzt tatsächlich dann das nächste Mal nach dem Einzug. Das ist dann unsere nächste Folge. Genau, also Samstag werdet ihr irgendwas im Laufe des Vormittages oder so im Podcatcher finden. Mal gucken, vielleicht auch sogar schon nachts, je nachdem, wie schnell wir sind. Genau. Der Einzug beginnt Freitag um 21.30 Uhr auf RTL. Je nachdem, wo ihr ihn programmiert habt, auf Platz 3. Es gibt Leute, die präferieren RTL tatsächlich auf 4, je nach Sendestart tatsächlich, weil PKS und Sat. Also egal. Ihr findet schon. Oder im Internet. Wisst schon, wie das ist. Bist du RTL auf 3 oder RTL auf 4? Bei mir ist auf 3 natürlich NDR. Sehr gut. So. Das ist die richtige Antwort, aber ja. Wie geht's dann weiter bei dir? Dann kommt Sat1, dann RTL, ja. Dann ProSieben. So ist es richtig. So. Falsch. Das ist, dann bist du wieder falsch. ProSieben muss man eigentlich auf die 7 schieben.
Das wollten die ja auch lange Zeit, ja, dass man das so macht. Und deshalb habe ich irgendwann Vox vorgezogen auf die 6. Also ARD, ZDF, NDR, es geht auch nicht, nee, mache ich irgendein drittes Programm, nein. Selbst wenn ihr in Bayern wohnt, es muss der Norddeutsche Rundfunk, ja, sein. Alles andere ist einfach objektiv falsch. Dann Sat1, dann RTL, dann Vox und dann Pro7. Und 8 ist dann eigentlich schon wieder RTL 2. Ja, stimmt, da bin ich auch wieder dabei. So. Naja. Wenn ihr diesen ganzen Quatsch hier unterstützen wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Wie ihr das tun könnt, das findet ihr auf dschungelpodcast.de/unterstützen. Da gibt's einen tollen Girocode zum Upscannen, ganz modern, kann sogar die Sparkassen-App. Und jetzt du machst mir immer meine Code im Deckel-Witze kaputt. Jetzt fängst du nicht damit an, selber welche zu machen. Ich finde das nicht in Ordnung. Und es gibt auch noch so Coffee, da kann man uns quasi einen virtuellen Kaffee ausgeben. Also das ist sowas ähnliches wie so ein, also das ist quasi einfach, da habt ihr dann sowas wie eine PayPal- und Kreditkartenanbindung. Das ist eigentlich das Einzige, was euch das interessiert. Also geht auf die Seite, guckt es an, werft uns was in den Hut. Wenn ihr mögt, keine Verpflichtung und ansonsten hören wir uns übermorgen. Bis dann. Ja, Quatsch, nicht in 3 Tagen, Samstag. In 4, ja, ja. Also nee, wenn wir dann morgen da, ja, dann ist übermorgen, dann ist doch wieder übermorgen. Hier immer dieses Gerechne. Oh, ich brauche jetzt ein Bier. Ohne Kot im Deckel.